So, und wir bleiben beim Thema Nachhaltigkeit. Und zwar machen wir jetzt weiter mit Helen Vogt von Creative Technology. Und ihr Thema ist, how electrostatic material handling can contribute to sustainable energy. Und danach haben wir dann noch was zum Thema Elektromobilität. Wir sprechen heute noch über Vakuumgreifer und werden auch noch über Exoskelette sprechen. Aber jetzt, wie gesagt, sind wir noch mal beim Thema Nachhaltigkeit. Bitte schön. Dankeschön für die Einleitung. Also ich freue mich erstmal sehr, dass Sie sich am letzten Tag der Automatiker die Zeit genommen haben, zu unserem Vortrag zu erscheinen. Der Titel meines Vortrags heute ist auf Englisch ausgeschrieben. Ich werde aber auf Deutsch sprechen. Das heißt, diejenigen, die gerne auf Englisch hören möchten, haben aber, glaube ich, schon ein Headset auf. Okay. Mein Name ist Helen Vogt von der Creative Technology. Ich bin zuständig für die deutsche Niederlassung. Wir sind ein japanischer Bauteilehersteller für Halbleiterfertigungsanlagen. Das heißt, wir haben unsere Wurzeln in der Halbleiterindustrie. Und ich werde Ihnen heute mitteilen, was wir Ihnen an interessanter Technologie mitgebracht haben und wie wir mit unserer Technologie zum Thema Nachhaltigkeit beitragen können. Also nach dieser langen Corona-bedingten Pause freuen wir uns natürlich, dass Messen wieder stattfinden können und auch, dass wir dieses Mal Teil dieser Vortragsreihe sein dürfen. So, jetzt muss ich mich hier mit diesem Ding nochmal vertraut machen. Klappt, okay. So, jetzt gebe ich Ihnen erstmal einen Überblick über das, was Sie in den nächsten Minuten von mir erfahren werden. Creative Technology Corporation, erstmal, wer sind wir, was machen wir und wie gesagt, was haben wir Ihnen dieses Mal in diesem Jahr für die Automatiker mitgebracht. Kurze Anmerkung, unser Stand ist direkt hier schräg gegenüber. Ich lade Sie jetzt schon mal herzlich ein, nachher vorbeizuschauen. Dann, wir sind der Pionier der elektrostatischen Chucks. Was ist das? In Klammern sehen Sie dahinter die drei Buchstaben ESC, ESC. In den meisten Köpfen, denke ich jetzt wahrscheinlich, haben Sie den Eurovision Song Contest. Heute nach meinem Vortrag werden Sie eine weitere Assoziation mit diesen drei Buchstaben haben. Danach werde ich Ihnen mitteilen, wie ein sogenannter Chuck aufgebaut ist, was seine Funktionsweisen sind und was für Vorteile sie davon haben und natürlich, was die Einsatzfelder sind. Und dann, wenn wir das alles durchhaben, machen wir nochmal die Schleife zum Ende, zum eigentlichen Thema, wie wir mit dieser Technologie zur Nachhaltigkeit beitragen können. So, Creative Technology, wir haben unser Headquarter in Japan. Wir haben unser 37-jähriges Bestehen gefeiert vor kurzem. Und haben über die Jahre Niederlassungen und Werke in China, Südkorea aufgebaut. In Taiwan haben wir eine Niederlassung. Man findet uns auch in den USA und in Singapur. Und damit das ganze Puzzle sozusagen komplett ist, Europa hat noch gefehlt. Seit 2020, mitten in der Pandemie, sind wir dann auch in Deutschland gestartet. So, jetzt machen wir gleich einen kleinen Mini-Crash-Kurs, einen Exkurs in die Chip-Herstellung. Erstmal zu Beginn, wir haben angefangen mit dem Verarbeiten von schwer zerspanbaren Materialien, wie zum Beispiel poröser Keramik. Und in den 1990ern, haben wir dann mit der Herstellung, mit der Entwicklung und mit dem Refurbishment von sogenannten elektrostatischen Chucks losgelegt. Das ist jetzt unsere Kernkompetenz. Und was genau das eigentlich ist, das müssen Sie erst mal erfahren, bevor ich noch mal richtig einsteigen kann. Deswegen kommt jetzt unser kleiner Exkurs. Mikrochips werden hergestellt auf sogenannten Wafern. Das sind, ich sage es ganz salopp, runde, dünne Siliziumscheiben. Und Sie können sich das so vorstellen, dass Sie auf diesen Scheiben Wolkenkratzer bauen, mit vielen verschiedenen Stockwerken, alle verbunden mit Treppen sozusagen, wie Sie möchten, mit Fluren. Und nur das Ganze halt wirklich auf minimalstem Raum. Das heißt, bei der Produktion
von Chips laufen diese Wafer durch verschiedene Prozesskammern und es werden verschiedene Schichten auf der Oberfläche aufgebracht. Und dadurch, dass das natürlich unglaublich präzise Vorgänge sind, sehr, sehr hohe Anforderungen, muss garantiert sein, dass diese Wafer wirklich 100% in ihrer Position bleiben. Und da kommen unsere Chucks ins Spiel. So sehen die aus, runde Platten. Und über elektrostatische Anziehungskraft werden diese Wafer in den Prozesskammern festgehalten. Gleich sind wir durch mit dem Exkurs. Wenn Sie sich das so vorstellen, hier haben wir eine Prozesskammer. Unten ist der E-Chuck oder ESC eingebaut. Oben kommt der Wafer drauf während den Prozessen. Und dann gibt es verschiedene Prozesse. Manchmal wird etwas aufgeschichtet, manchmal arbeitet man mit Ätzprozessen. Das heißt, der E-Chuck, der muss schon so einiges aushalten. Das kann manchmal sehr aggressiv sein. Und das Ganze findet auch noch im Vakuum statt. So, wir haben uns jetzt die Frage gestellt, wie kann man diese Kernkompetenz aus der Halbleiterindustrie auch noch für andere Industrien nutzen? Und da haben wir mit intensiver Forschung und Entwicklung verschiedene Arten von sogenannten E-Chucks entwickelt und haben jetzt wirklich eine Vielzahl von verschiedenen E-Chucks, die wir auf weitere Industrien anwenden können. Wir haben verschiedene Beschichtungen, je nachdem, was Sie an Werkstücken haben. Das heißt, wir können nicht nur leitende Materialien damit aufgreifen, sondern auch nicht leitende, wie zum Beispiel Glasplatten oder Stoffstücke oder, was gibt es noch, Verbundfaserwerkstoffe zum Beispiel. Und je nachdem, was Sie für eine Aufgabe haben, zum Beispiel im medizinischen Bereich, haben wir auch transparente Chucks, mit denen Sie zum Beispiel hinterleuchten können. Warum können wir das? Wie funktioniert das Ganze? Ich habe Ihnen ein kleines Mini-Muster mitgebracht. Wie gesagt, am besten schauen wir uns das nachher nochmal in Ruhe bei unserem Stand an. Hier ist die Entfernung ein bisschen groß. So in etwa sieht das aus. Das ist wirklich nur ein kleines Sample. Das heißt, die Aufbauweise, wir haben erstmal einen Grundkörper. So, der kann aus Aluminium sein oder aus Glas sein. Dann haben wir eine isolierende Schicht. Eine Isolierschicht, zum Beispiel aus Keramik oder aus Glas. Dann kommt die leitende Schicht ins Spiel mit den Innenelektroden. Je nachdem, was Sie für ein Werkstück haben, ist da ein bestimmtes Muster drin, je nachdem, wie die Anordnung ist. Und diese Innenelektrode kann zum Beispiel aus Kupfer sein, kann aber eben auch aus transparentem Material sein. Obendrauf haben wir dann die elektrische Schicht, die eben als isolierende Schicht funktioniert. Und da obendrauf kommt dann das Werkstück. Soweit so gut. Warum funktioniert dann das elektrostatische Greifen? Es ist so, alle Materialien, egal ob es jetzt Glas oder Stoff oder eben ein Wafer ist, haben alle eine innere Ladung mit positiv und negativ. Und mit unserem E-Chuck, mit unserem elektrostatischen Material Handling, können wir diese Ladung sozusagen ansteuern. Das heißt, wenn wir die Spannung anlegen, passiert Folgendes. Die Ladung, die im Werkstück ist, wird sozusagen verschoben. Das ist alles, was passiert. Wir machen nichts, wir verändern nichts am Äußeren des jeweiligen Werkstückes zum Beispiel. So. Das heißt, wir haben in der inneren Schicht, in der leitenden Schicht des E-Chucks, haben wir ein bestimmtes Muster. Und sobald wir die Spannung anlegen, bewegen wir die Spannung im Inneren des Werkstücks, sodass Plus und Minus sich gegenüberliegen. Und dadurch entsteht die Anziehungskraft. Wie das Ganze aussieht, zeige ich Ihnen hier jetzt noch mal ganz kurz. Diese Platte vorne, die Sie hier sehen, das ist der E-Chuck. Hier in dem Beispiel mit einer Keramikoberfläche. Was Ihnen hierbei vielleicht jetzt schon auffällt, das Musterwerkstück, was wir hier haben, ist durchlöchert. Das heißt, es ist ein Ätzteil, metallisch, aber es ist
dadurch, dass es diese vielen Löcher hat, ist es luftdurchlässig. Und damit komme ich eigentlich schon zu den Vorteilen, die das elektrostatische Material Handling bietet. Im Vergleich mit anderen Greifmethoden, zum Beispiel Vakuumgreifer oder mechanische Greifer, haben wir die Möglichkeit, dass wir arbeiten nicht mit Luft. Das heißt, wir können das Material, selbst wenn es luftdurchlässig ist oder Löcher hat, aufnehmen. Es ist so, dass wirklich nur die Oberfläche liegt auf dem Material auf und dann legen wir die Spannung an, verändern die Ladung und dadurch entsteht das Greifen. Und da ist es für uns nicht wichtig, ob das Material geschlossen ist oder offen. Das bringt uns zum nächsten Punkt. Das elektrostatische Greifen eignet sich besonders für dünnes, für sehr empfindliches Material. Dünne Metallfolien zum Beispiel, metallische Folien oder dünne Glasfilme zum Beispiel, aber auch Stoffe. Und vielleicht können Sie schon, wenn Sie das jetzt so verarbeitet haben, merken Sie wahrscheinlich auch, okay, das ist sehr materialfreundlich. Wir saugen nicht an dem Material, wir greifen es nicht an, sondern wir berühren es nur mit der Oberfläche des Chucks. Das heißt, das Material selbst bleibt völlig von der Oberfläche völlig unbeeinflusst, eigentlich, kann man sagen. Was auch noch aus diesem Prinzip des Aufbaus resultiert, ist, dass wir mit dem elektrostatischen Greifen nicht zwei oder drei Stücke auf einmal greifen, sondern stets, zum Beispiel von einem Stapel, immer nur ein Stück. Pro Vorgang, Stück für Stück, immer nur einzeln. Und dadurch, dass wir, wie gesagt, nicht mit zusätzlicher Druckluft zum Beispiel arbeiten, haben wir die Stromkosten gespart. Wir werden gleich nochmal sehen, dass der Stromverbrauch allein für die Platte vorne bei 4 Watt liegt. Wir haben auch eine Möglichkeit, eine Lösung, eine Technologie, wo wir gar keinen Strom brauchen. Das erzähle ich Ihnen aber dann gleich später. Davon können Sie sich gleich selbst überzeugen, wie leise der Prozess ist. Kommen Sie einfach gleich mit rüber. Sie werden nichts hören, nur die Bewegung des jeweiligen Roboters. Aber der Greifprozess ist völlig geräuschlos. Und genau, dadurch, dass wir, wie gesagt, aus der Halbleiterindustrie kommen und mit Vakuum bestens vertraut ist, sind wir auch an die Arbeitsumgebungen sehr gut angepasst, wenn das Ganze im Vakuum stattfinden soll. So, genau. Und ein Punkt noch. Anders als bei mechanischen Greifern zum Beispiel, müssen Sie den E-Chuck nicht jeweils an die jeweiligen Größen der Werkstücke anpassen. Das heißt, mit einem E-Chuck können Sie große Werkstücke transportieren, aber auch kleine. Bei einem mechanischen Greifer müssten Sie, je nachdem wie zum Beispiel der Durchmesser von etwas ist, müssen Sie nochmal anpassen. Bei einem Vakuumgreifer müssen Sie den Sog sozusagen einstellen. Das haben Sie bei einem E-Chuck alles nicht. So, jetzt haben wir gesehen, das elektrostatische Greifen, sage ich mal, Greifen ist immer nicht so ganz das passende Wort, weil wir ja nicht greifen, sondern wir nehmen eigentlich auf. Wir können es für Papier einsetzen, für metallische Folien, für Glas, für Wafer, für Filme, für Stoffe, für Verbundfaserstoffe. Und dann haben wir uns die Frage gestellt, gut, wenn wir diese verschiedenen Materialien alle aufnehmen können, dann gehen wir noch ein Stück weiter und gehen noch kleiner und gehen auf die Submikronebene und versuchen, Partikel einzufangen. Da haben wir einen sogenannten Partikelkollektor entwickelt, den zeige ich Ihnen auch gleich noch. Und was die Einsatzfelder angeht, nur um Ihnen jetzt so einen groben Überblick zu geben, wo das Ganze alles einsetzbar ist, zum Beispiel in der Brennstoffzellenproduktion, Batterieproduktion, Textilindustrie, ich gehe mal einfach durch, genau, oder auch bei Press- und Stanzprozessen, wenn Sie viel mit Partikeln zu kämpfen haben. So sieht das Ganze dann in der Großaufnahme auf. Das Kleinste, was wir bisher eingefangen haben, waren 50 Nanomikron. Den gibt es in verschiedenen Größen, den kann man in den Anlagen einbauen und genau.
Dann haben wir noch einen Soft Gripper entwickelt, weil wir nicht einfach nur 2D bleiben wollten, sondern auch 3D. Auch den können Sie nachher anschauen. Und um jetzt nochmal den Bogen zu schließen, erst das noch, genau, das ist unser Ion Pad. Hierbei brauchen Sie gar keinen Strom. Über Van der Waals Kräfte, über intermolekulare Bindungskräfte haben Sie hier die Möglichkeit, bestimmte Materialien, für Sie sich zum Beispiel das elektrostatische Chucken nicht so gut eignet, das können Sie hiermit dann zum Beispiel handeln. Und jetzt zum Abschluss, warum wir überhaupt in dieser Kategorie sind, wie können wir mit unserer Technologie zur Nachhaltigkeit beitragen? Mit unserer Technologie zum einen ist sie natürlich sehr stromsparend. Sie haben die zusätzlichen Kosten zum Beispiel nicht, die Sie bei einem Vakuumgreifer hätten. Und wir können mit unserer Technologie die Technologien unterstützen, die eben die Nachhaltigkeit in den nächsten Jahren vorantreiben werden, wie zum Beispiel die Brennstoffzellenproduktion. So, am liebsten würde ich Ihnen jetzt noch viel mehr erzählen, was wir noch alles mitgebracht haben, aber wir sind jetzt langsam schon am Ende. Und wenn es Fragen gibt, dann können Sie die jetzt gerne stellen. Ja, super. Also erstmal vielen Dank. Toller Vortrag.